So, willkommen zurück. Far Cry 6. Die Dominosteine sollten dir helfen, dich zu entspannen. Dominosteine, kein Bock. So. Du hast auch noch was. Machen wir einen Familienurlaub. Mit Waffen und Granaten. Oh, ein besonderer Tag. Mal gucken. Was glaubst du, was das bedeutet? Was hast du noch? Stützpunkt. Müllgebiete. Ein junger Mensch, der mir helfen kann. Sie nicht ausstehen, aber sie ist trotzdem aufgetaucht und hat diese Puppenköpfe mit Wolle. Oh, was hast du denn? AK-47. Bogen. Den kaufe ich mir. AK-47 kaufe ich mir. Halt, als wäre es Fingerfarbe. Behalt deine Träume für dich, ja? Ich will nicht wissen, was in deiner kranken Birne vor sich geht. Es war... Ausrüsten. Ich würde sagen, warum nicht Munition? Was haben wir denn hier für Visiere? Akok. Impro. Nimm mal einen Akok. Impro-Schalldämpfer. Das ist ein verringert. Effektive Reichweite. Etwas reduziert. Wird etwas reduziert. Stark verringert. Überhitzt schnell. Überhitzt sehr schnell. Platin brauche ich davon. Dafür. Nehmen wir den. Mods. Schneller beim Zielen. Der erste Schuss nach dem Nachladen fügt mehr Schaden zu. Nachladegeschwindigkeit beim Austausch eines angebrochenen Magazins wird erhöht. Die Geschwindigkeit von Ziehen und Wegstecken wird erhöht. Waffenschaden gegen Gegner unter dir erhöht sich. Aha. Waffenschaden der Gegner und die richtige Gesundheit erhöht sich. Mhm. Nachladegeschwindigkeit. Original. So, Primärwaffe 2. Oben. Standardpfeile. Giftpfeile. Nein, lassen wir mal Standardpfeile. Optik lassen wir. Bewegt sich schneller beim Zielen. Geschwindigkeit von Zielen wegstecken. Gegen Gegner unter dir, ja. Nochmal lieb. Oh. Sollte ich auch ausrüsten.
So. Ich habe die Fußspuren gesehen. Dann geht's weiter. S-Bogen. Da unten 800 Meter. Oh, ich höre da wieder Tiere. Dauert lange. Wenn man kein Auto hat. Ich kann auch nirgends Schnellreise machen. Da oben könnte ich Schnellreise machen, aber das ist ja weit, noch weiter weg. Ich würde sagen, wir sehen uns dann da. Oh. Bebe Tigre, wie läuft es mit den Medikamenten? Ich arbeite dran. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Morgen ist schon bald gestern und dann ist es zu spät. Ich glaube, du solltest nicht mal aufschlafen, mein Bursche. So, da sind wir wieder. Ja. Ich konnte schnell mit einem Wingsuit hier hinfliegen. Und dann wurde ich schon angerufen. Ah, gehen wir da unten rein. Was muss ich schaffen? Ach, von der Stützen. Das ist wohl die Absturzstelle. Zu einfach. Que voilà! Wer seid ihr? Wir sind La Moral und El Este ist unser Land. Unser Land, unsere Medizin. Hast du die Ansprache geprobt? Klar. Das ist Eigentum von Libertad. Ah, Libertad. Ich wusste, dass ihr bald um unsere Hilfe bettelt. Wir sollten gemeinsam gegen Castillo kämpfen. Ich bin Juan Ron, Yelenas Vize. Guter Wurf. Ich bin Danny. Danny Rojas. Aha. Achtung! Da drüben! Beim Heli! Haut rein! Warum habe ich denn nur so eine kleine Knifte? Nicht nachlassen! Heilen.
Noch sind wir nicht fertig. Ich helfe dir. Pfeile gekriegt. Hi. Talent, Libertad. Aber Yelena braucht die Vorräte. Wir haben Verwundete. Yelena ist euer Boss? Ja, sie tritt mir in den Arsch, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme. Tja, und Clara tritt mir in den Arsch, wenn ich das hier nicht zu den Legenden bringe. Libertad will die Legenden von 67? Halb Yara hält sie für tot. Sie sind sehr lebendig. Und halb La Moral hält sie für Schwätzer. Aber ich habe Geschichte studiert. Sie zahlten mit Blut, um Antons Papa ins Grab zu bringen. Pass auf. Du gibst mir diese Vorräte und ich stell dich vor. Ach, Gonio, die Elena wird mich umbringen. Aber wenigstens treffe ich vorher die Legenden. Also, besorg uns einen Hubschrauber, dann reden wir über die Vorräte. Willkommen bei La Moral. Libertad. Wie du meinst. Oh, das ist eine Kiste.
Der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten begossen werden. Das ist eine Lüge. Das einzige Blut, das ich sehen will, ist das der Terroristen von Libertad. Schießpulver. 900 Meter in die Richtung, 600 Meter in die Richtung. Das Blut von Clara Garcias Verrätern wird zum Dünger für unseren Jo. Wunderbarer Untersatz. Das ist auf dem Weg. Hi. Hier ist sie wieder. Sogar die Einschusslöcher sind geflickt. Jedes Volk hat eine Blütezeit. Einst waren es die Griechen, dann die Römer, die Freiburg, ups, die Engländer, die Yankees. Sorry. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Das goldene Zeitalter. Fahren wir da zuerst hin und dann fahren wir da hin und dann fahren wir da hin. Aber es gibt ein Wort, das unsere Träume. Ah, jetzt geht's ja schneller, wenn man ein Auto hat. Spezialeinheiten. Konya. Jetzt sogar ein Helikopter transportiere die Güte damit. Hallo. Hola. Guten Tag. Keine Ahnung, was das war. Weiß ich auch nicht, also irgendwas war da. Ups. Ich dachte, das Krokodil macht das. Wenn ich hier starte, schießen die mich ab. Flugabwehr machen. Okay. Nein! Ich habe mich gerade geheilt.
Also Helikopter fliegen kann ich nicht. Medizin mitgenommen. ¿Qué fue eso? ¡Un cadáver! Hier kann ich nicht fliegen. Ich muss woanders starten. Rettung singen. Werfen hier oder was? Nichts da. Das brauche ich nicht. Ein bisschen Medizin kann ja nicht schaden. Hey. Hola. Bisschen Metall. Jetzt wachen die Oluwas über mich. Meter werde ich den nehmen. Keine Schnellreise machen, ne? Nee, Flugabwehr. Wildschweine waren da. Guten Tag. Lauf! Tricks, Vieh. Oh, ein Traktor. Aber erstmal alles einsammeln. Alter. Das
wird doch nichts. Nee, das wird nichts. Wir haben einen Johnny. Jetzt nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in 700 Metern wieder. So, da sind wir wieder auf dem Weg. Ist auch eine Fluchtverbotszone, aber ich muss das Ding ja hier. Weg hier! Nein. Siehst du mich nicht? Gut. Das Ding zerstören. Danny, das Militär lagert einen Teil des abgereicherten Urans bei diesen Flugabwehranlagen. Besorg mir etwas davon, dann kann ich dir mehr Supremus bauen. Und wenn du dabei die Flaks ausschaltest, kannst du dich frei durch Yaras Luftraum bewegen. Nicht in Sichtweite. Natürlich sehe ich den Kopf nicht. Ist der Baum im Weg? Bitte, helft mir! Also, freuen wir euch mal. Und Uran mitgenommen. Eine Karte haben wir hier noch. Und wie kann man das Ding zerstören? Ich würde sagen damit, ne? Wie kann ich das Ding ausschalten? Hier
wird der Luftraum überwacht. Ich bleib besser an Bord. Ich glaube, wir müssen den kleinen. Wo ist denn nochmal die Abschussstelle? Achso, ich muss da drauf. Es ist gar nicht mal so leicht. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Okay, los geht's! Geschafft. Oh, Palapinga, El Tigre, die Faust der Revolution. Oh, ich will ein Autogramm. Como te llamas, señorita? Honron. Ich bin bei La Moral. La Moral. Terroristas. Honron, das hier ist Leute. Ich weiß, wer das ist. Ich glaube, das Wort, nach dem er sucht, war Guerilla. Ihr seid keine Guerilla. Ihr seid eine Straßenbande. Wenigstens verstecken wir uns nicht in den Bergen, während die Welt untergeht. Habt ihr gesehen, was da unten los ist? Seht euch mal eine Bio-Wiederanlage an. Traut euch. Anarchisten haben Legenden nichts zu sagen. Me entiende? Genug, Lorenzo. Nein, weißt du was? Fickt euch. La Moral behält die Vorräte. Das ist unsere Revolution, nicht eure. Ein Bauer ist heute ins Kreuzfeuer geraten. Er hat eine Kugel im Bauch. Ohne das hier wird er nicht bis morgen überleben. Lucky Mama. Viele der Kugeln, die ich raushole, sind von La Moral. Es macht einen Unterschied, ob man mit Waffen spielt oder in der Revolution kämpft. El Tigre. Si. Vorträge halten können Sie gut. Wenn die Abuelos in einem Museum leben wollen, meinetwegen. A quien le importa. Aber ich nehme mir ein paar Souvenirs. Lass uns reden, wenn du Zeit hast. Ich weiß. Warum kämpft sie nicht? Mag sie doch. Wir brauchen diese Alten. Ein paar von ihnen haben wir ja. Hey, Lucky. Ich wollte mein Schmerzmittel abholen.
Deine Verletzung ist 2 Wochen her. Du brauchst nichts mehr. Aber das tut immer noch weh. Dann beiß die Zähne zusammen. Mit El Tigre reden wir dann aber das nächste Mal. Oder und die Tabletten brauchen andere mehr. Ich weiß aber nicht. Dani und Ron haben eine nach oben haben wir noch was, hier haben wir noch was. Wir müssen auf jeden Fall so. Das war eine üble Wunde. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hat lange gedauert. Haut rein. Aber als deine Ärzte...